Hallo zusammen, willkommen bei Station Ears Let's Play. Heute wollte ich eigentlich an die Programmierung rangehen, aber der will nicht, weil hier die Batterie aus ist. Und ja, ihr könnt es jetzt schon sagen, wieso, dass ich das. Oh, die geht dann auch aus. Ich habe ja die ja auch über die Hauptstromversorgung angedockt und die natürlich nicht. Und jetzt, wo nichts läuft, ist die schwach und die kriegt auch keinen Saft, weil die großen Batterien Priorität haben bei der Stromversorgung und darum sehe ich alt aus und darum muss ich jetzt kurz schwere Kabel nachproduzieren. Habe ich hoffentlich noch genug? Ja, ich hätte schon noch ein paar. Jetzt müssen da mal schwere Kabel und wir gehen. Kann man schauen, wo wir rausgehen. Hier drin ist ja das schwere Kabel. Da gehen wir, glaube ich, genau an der Ecke hoch. Ja. Selten so gut gelacht, hä? Scheiße. Das ist wieder ein bisschen dämlich, was ich hier veranstaltet habe, hä? Ja, wir werden es rausfinden, wie wir das lösen, das Problem. So. Wir werden es rausfinden, wie wir das Problem lösen. Gib mal da ein Stück Kabel. 9 wird natürlich nicht reichen, aber wir haben mal einen Anfang. Das heißt, wir gehen hier nach hinten. Ich weiß, es ist mega mühsam. So. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Also, jetzt habe ich wieder für. Ah, ich bleibe doch einfach drauf, da kann ich mit dem Maßrad, hä? So. Und jetzt sollte ich es von außen sehen, hä? Sollte. Hätte Fahrradkette, gell? So. Ich schmeiß mal da raus, was hast du jetzt? Ja, komm, lass mal, hä? Nicht, dass am Schluss alles durchgebraten ist, was wir hatten, hä? So. Dann düsen wir hier hoch. Jetzt sehen wir da das Stück Kabel. Dann gehen wir gerade hier an der Ecke hoch. Würde ich jetzt meinen. Ja, wir brauchen schon noch ein Stück. Wir hätten ja noch ein paar. Schon geil. Also man kann theoretisch mit einem Schluck Farbe kann man stackweise Kabel vorbereiten, hä? Komme ich denn hier runter, wenn ich es jetzt hier runter nehme? Ja, würde gehen, hä? Kann ich hier drin Kabel legen? Nein, würde nicht gehen. Aber ich kann ja kurz das hier demontieren. Nein, den Schlüssel. Genau. So. Dann fahren wir noch zwei hoch. Dann eins raus. Genau. Dann noch eins raus am liebsten. Ah, ich weiß, mega spannend so, hä? Dann hoch. Jetzt wären wir schon da, wo wir sein sollten, hä? Dann den Schweißbrenner wieder zumachen, das Teil. Gut. Und dann muss halt der nochmals weg. Den Bohrer würde ich sagen, hä? Okay. Ist natürlich jetzt leer. Komm, da machen wir wieder schön. Hopp. So, da haben wir noch das Kabel auf Reserve. Und dann das noch weg. Genau. Und jetzt kann das Teil wieder ran. Wo bist du jetzt? Hier habe ich dich hingelegt. So. Da, 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 da. So. Hier geht's rein und da geht's raus. Genau, so muss es sein. Oh. Gut, habe ich Jetpack, hä? So. Dann wollen wir dich aufmachen. Dann Batterie rein. Und auf Anschalten. Und jetzt sollte die ganze Sache. Hey, bleib mal an. Jetzt sollte es funktionieren.
Jetzt sollte endlich mal der Computer laufen. So. So mühsam. Gut. Das, was ich jetzt euch erkläre, das muss ich mir selbst Stück für Stück zusammensuchen. Ich hoffe, ich werde es hinkriegen. So. Gut. Also, wir haben hier einen Chip. Und da kann man Schräubchen drin. Wir werden mal den Sensor auf D0 nehmen. Hä? Dann haben wir es einfacher. Wir suchen den Tageslichtsensor. Irgendwo wird der sein. Tageslicht. Hier, Tageslichtsensor ist jetzt auf dem D0. Gut, okay. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Und so, ich muss wirklich jetzt ganz gut aufpassen. Gut, Strom ist da, Strom funktioniert, jetzt haben wir Strom. So, gut, gehen wir rein, Edit. Als erstes müssen wir mal am Computer dieses Lesegerät suchen und finden. Und es gibt nur eins und können wir anwählen. So, jetzt haben wir. Können wir rein. Edit. Wir haben jetzt eine Programmieroberfläche. Da können wir Zeugs reinschreiben. So. Da haben wir 11 Bytes gesetzt, einfach so. Bestätigen. Und jetzt können wir hier exportieren. Da geht es auf den Chip. Und jetzt sehen wir, hier sind 11 Bytes drauf. Auf dem Chip. Ist natürlich okay, was wir geschrieben haben, aber ist gut. Wir sehen auch hier noch die Codezeilen. Ist doch interessant, oder? Gehen wir wieder rein. Wenn wir was schreiben, wo Sinn macht, oder? Und das erste, wo Sinn macht, ist ein Alias. Alias zu setzen. Und wir wollen dem sagen Sensor. Und dann sagen wir, du bist auf dem D0. Bestätigen. Und jetzt blinkt er rot. Und wenn wir jetzt haben wir einen korrekten Code, exportieren wir nochmals. Jetzt blinkt er nicht mehr. Jetzt weiß er, dass da was drin steht, wo funktioniert. Hä? Gut. Wir wollen ja mit Aliasen schaffen. Und jetzt ist so, um eine Gruppe anzusteuern. Heißt, wir können jetzt nicht die eine auf. Also, wir können. Ja, okay, man kann jetzt auf dem nächsten Schräublein die Solarzelle, dann auf dem nächsten die da hinten, dann auf dem nächsten die, auf dem nächsten die. Und dann bauen wir noch eine auf, dann haben wir noch eine Schraube und dann hört es dann auf. Dann ist es nicht mehr so cool. Da gibt es eben noch eine Möglichkeit. Gehen wir rein. Hier kann man das Spiel unterbrechen, dass man nicht verhungert. Define. Hä? Und jetzt geben wir der Sache auch einen Namen, zum Beispiel Panelen. Und jetzt will er eine Nummer. Und das ist diese Hash-Nummer. Und dann gehen wir, suchen wir jetzt die Solarzelle und da sieht, das sind die Solarmodul schwer und die haben eine Hashnummer, das hier. Und die Nummer will er. Da können wir draufklicken, kopiert, kopiert, kopiert. Ja, wieder stoppen und dann können wir hier rein und einfügen. Bestätigen und jetzt nochmal exportieren, dann ist die Information auf dem Chip. Gut. Jetzt sind die angesteuert. Und jetzt können wir, wenn wir jetzt später, warte, gehen wir rein, Edit, ah, ist halt müde. So, jetzt können wir ein Loop kreieren. Und jetzt könnte man schreiben. Also. Ist es Load oder Store? Ich bin immer ein bisschen verwirrt. Jetzt muss ich kurz ausprobieren und dann sehen wir uns gerade wieder. Ich möchte jetzt nicht ta tausende Stunden jetzt verschwenden mit Tests und ich möchte euch Resultate liefern, wo funktionieren so. So, ich habe mal was programmiert. Ich zeige es auch kurz. Schritt für Schritt. Also ich muss ja auch erst reinkommen. Ist für mich auch das erste Mal gut. Ich habe jetzt so, wir können hier rein, Edit.
Wir unterbrechen das Spiel, damit es nicht läuft. Man hat ja den Code. In den ersten Zeilen, was einfach einmal ablaufen soll, wenn man den Chip einschaltet, legt man so bestimmte Sachen fest, was er einmal machen muss. Und zum Beispiel Aliase. Aliase sind zum Beispiel Spitznamen. Und dann sage ich am Register 0, der Chip hat ja, also das Gerät, der Chip selbst, hat 16 Register, R0 bis R15. Und das Gehäuse hat auch noch eins zusätzlich. Aber das werden wir jetzt nicht brauchen. Da bin ich auch noch nicht so durch, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass es eins hat. Gut. Hat 15 Register. Und dass ich nicht immer sagen muss, oder ich kann jetzt dem R0 sagen, du bist mir der vertikale Wert, oder? Also V-Wert, schreibe ich jetzt das kurz. Das heißt, hier drin ist immer der V-Wert im R0. Dann kann ich auch einen weiteren Alias machen. Und dann zum Beispiel der H-Wert, der horizontale Wert. Und du bist dann der Spitzname für Register 1. Damit ich nachher im Code nicht immer R0 und R1 schreiben muss, sondern kann schreiben, komm, wir reden jetzt über den V-Wert, der steht ja im Register und den bearbeiten wir. Haben wir es einfach. So, gut. Dann gibt es noch einen weiteren Alias. Wir können auch die Ds ein Alias geben. Warte mal, wir bestätigen kurz. Ds sind ja die Schrauben hier rum. Und an den Schrauben können wir Geräte definieren. Und wir sehen jetzt, wenn wir jetzt hier drüber laufen, sehen wir, Sensor ist gelb geschrieben und da steckt der Tageslichtsensor dran. Jetzt kann man auch hier reingehen, Edit. Und wir können auch mehrere Aliase demselben geben. Wir können jetzt sagen, Alias, Tageslichtsensor, Sensor D0. Bestätigen. Und exportieren. Und jetzt zeigt es mir hier an Tageslicht. Wieso nicht Tageslichtsensor? Ist das Wort zu lang? Oh. Muss kurz mich auffrischen. Ein Unterbruch. So, hab's geschafft. Offensichtlich ist das Wort Tageslichtsensor zu lang. Also, ich exportiere nochmals. Mal schauen, was passiert. Nein. Die Idee ist dahinter, dass man hier, wenn man Schräubchen dreht, dass man weiß, was ich eigentlich haben will, oder? War schwer, schwer, schwer. Tageslichtsensor. So, gut. Wunderbar. Um das geht's. Und der zweite Alias, oder er liest, also immer der letzte von den allen Aliasen schreibt aufs Schräubchen. Aber er kann mit allen im Code was anfangen. Aber ich will ja was Kurzes haben im Code. Also schreibe ich einfach Sensor, damit ich weiß, was es um Sensor geht. Gut. Dann das letzte ist, also die Register. V-Wert, H-Wert, H-Wert haben wir noch nicht jetzt, aber mit dem V-Wert vorbereitet. Gibt es noch Define. Und so können wir Gruppen ansteuern. Und wir haben hier ja mehrere Solarzellen, die hier so stehen. Die sind ja alle vom selben Typ, aber wir können ja nicht auf jedes Schräubchen eine Solarzelle machen, weil dann sind wir dann mit unseren sechs Schräubchen dann irgendwann am Ende, wenn wir einen Solarpark haben. Also gibt es diesen Befehl für Define, oder? Und jetzt können wir sagen, wir gehen nochmals rein, Define. Und ich schreibe dann einfach, das ist ein Panel. Ich wollte es ja kurz haben und wir schreiben es ja nicht aufs Schräubchen, sondern er sucht im Netzwerk alle Defines. Und das ist die Nummer hier. Und die Nummer findet man so, warte mal, ja, schwierig zu erklären, aber ich fange mal so an. Wir haben ja so ein Solarmodul schwer gestellt, oder? Und es gibt ja mehrere. Wenn wir hier so reingehen, es gibt zwei Typen. Wir haben den einfachen, nicht den doppelten.
Also das ist wegen den Anschlüssen unten, damit wir nur ein Kabel. Also haben wir den einfachen, schwer. Und da gibt es eine Hash-Nummer. Das ist die hier. Jedes Gerät hat eine andere Nummer. Oder Gerätegruppe oder Geräteart. Das ist die Nummer. Und die Nummer kommt hier rein. Und dann nennt sich's eben. Und weil es dann um alle Panels geht, schreibe ich Panel. Weil dann kann ich später einfach Panel schreiben und dann weiß das System, um was es geht. Oder andersherum, wenn ich hingehe und ich montiere andere Panels, dann kann ich einfach sagen, ich muss sich nur die Nummer ändern und im ganzen Code übernimmt es dann automatisch. Gut. Okay. Kommen wir zum Code. Ich habe gesagt, lade den V-Wert, also schreib ins R-Register vom Sensor, das ist der Tageslichtsensor, den Vertikalwert. Und dann SB, schreib B für die Gruppe, schreib an alle Panels den Vertikalwert, also schreib an alle Panels da in den Vertikalwert der Panels den V-Wert, also der Wert, wo im Register 0 steht. Also hier könnte auch Register 0 stehen, hier könnte auch Register 0 stehen. So, einfach da, dass nicht hier R0, D0 steht, sondern halt das, was man lesen kann. Und wenn man bestätigt und den Code exportiert, machen die Panel jetzt das. Man sieht jetzt hier, der Vertikalwert 110 wird hier übergeben und es ist 107, ist schon 107, ja, ist schon 107 und so weiter und so fort. Ja, gut. Und jetzt ist so, wie macht er jetzt das, dass er die ganze Zeit macht, oder? Wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir einen Jump-Befehl, also er läuft das Programm ab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann hier kommt der Jump-Befehl, hüpf auf Zeile 3. Wir haben jetzt aber ein paar Sachen hinzugefügt, also schreiben wir jetzt Zeile 6, oder? Bestätigen. Wir können aber, wenn wir jetzt aber nichts hinschreiben, nicht jumpen, oder? Wir können es so exportieren. Macht er es genau einmal. Dann sagen wir gut, exportiere es nochmal. Dann macht es auch genau einmal. Wir können den Clip rausnehmen und reinlegen. Macht das auch einmal. Beim Ein- und Ausschalten macht das, glaube ich, nicht. Hä? Nee. Also wenn wir den Clip rausnehmen und reinlegen, beginnt das Programm nochmals von vorne. Gut. Wir können auch exportieren, da beginnt das Programm von vorne. Aber wir wollen ja, dass er immer nachfährt. Also gehen wir in Edit und sagen Jump zur Zeile 6. Bestätigen. So. Gut, exportieren. Und jetzt fährt er los. Gut. Und jetzt haben wir ja die Solarmodule. Das eine steht ja völlig verkehrt da und das andere ist hier. Jetzt machen wir noch den Horizontalwert. Wir haben hier einen Horizontalwert, der ist bei 71 Grad. Gut. Gehen wir rein, Edit. Machen wir Pause. Gut. Dann schieben wir mal den Jump-Befehl 6 runter, oder? Dass wir Platz haben. Und jetzt lade den A-Wert, also ins Register vom Sensor, Sensor, muss ich schon richtig schreiben? Horizontal. Habe ich falsch geschrieben? Dann kann man kurz im F1 kann man kurz nachschlagen. Wie nennt sich das? Zontal. Zontal, hä? Fällt da ein N, hä? Gut. Hier muss noch ein N rein. So, jetzt ist orange. Wenn es rot ist, ist ein Fehler. Ins Register 2 und dann SB an alle Panels. Also in alle Panels ins Horizontale reinschreiben. Den H-Wert. So, gut. Wir schreiben hier ins Register.
Wir senden den Registerinhalt an das Gerät. Wir schreiben hier ins Register vom Sensor. Wir senden den Registerinhalt ans Gerät. So, bestätigen. Exportieren. Und jetzt dreht sich das Gemüse auch noch in die Himmelsrichtung. Hä? So. War voll geil, wenn das Windrad die Sonne verdeckt. So. Jetzt sehen wir. Also, jetzt sehen wir zum Beispiel der Vertikalwert. Also, die Sonne geht höher und der geht niedriger. Das ist schon mal verkehrt, oder? Jetzt müssen wir Mathematik anwenden. Gehen wir hinein, Edit. Stoppen. So, und jetzt muss ich nachschlagen. Da gibt es so multiplizieren. Komm, sagen wir rasch. Multipliziere R, welches Register? Irgendein Register, also multipliziere. Das Resultat kommt ins Register, Fragezeichen. Und dann multipliziere A mit B, oder? A mal B. Dann werden wir mal da hier, können wir das so ein bisschen haben? Ja, das können wir so haben. Gut. Wir sehen, wir schreiben ja das Register voll. Jetzt müssen wir das anpassen. Also, Mult. Können wir Register 0 nehmen, aber wir schreiben V-Wert. Und jetzt nehmen wir den Wert A ist V-Wert und rechnen den mal minus 1. Das sollte gehen, oder? Ja, sollte gehen. Ich hoffe es. Bestätigen. Exportieren. Jetzt haben wir Minus. Jetzt sind wir vollkommen daneben. Hä? Jetzt sind wir im Negativen und jetzt Edit. Und jetzt müssen wir nach dem Drehen, also aus dem Positiven eine negative Zahl macht, dass es ja in die richtige Himmelsrichtung dreht, müssen wir add wieder der V-Wert, also in V-Wert reinschreiben. Wir rechnen den V-Wert plus 180, hä? Bestätigen. Und dann schauen wir mal, wo es hinreicht, das ganze Ding. Na, es dreht ein bisschen weit. Jetzt sehen wir so ungefähr, ja, 90 hätte gereicht, hä? Gehen wir rein, Edit. Halten wir die Zeit an. Dann machen wir hier 90 Grad. Bestätigen. Exportieren. Und die Sonne steht ja ungefähr so. Und die zeigen ungefähr so. Er könnte hinhauen, hä? Gut. Und jetzt schauen Sie noch völlig verkehrt in die falsche Himmelsrichtung. Sie schauen jetzt hierher, müssen aber hierher hinschauen. So, jetzt müsste ich kurz nachschauen. Also hier wäre ja horizontal 81 und dann mit dem Schraubenschlüssel kann ich hier 81. Möchte aber dann höchstwahrscheinlich mehr haben. Aber es dreht mal in die richtige Richtung, oder? Es dreht sich in dasselbe Richtung. Gut, dann werden wir editieren. Edit, Zeit anhalten. Und jetzt wollen wir hier an der Position den H-Wert verändern. Also, das heißt, wir machen mal addiere das Register, also schreibt das Resultat ins Register H-Wert und nimm H-Wert. Eigentlich ist es verkehrt vom A, B gleich C. Es ist gleich A gleich B plus C. Es ist mega schlimm. A-Wert. Und dann rechnen wir mal plus 90 Grad. Bestätigen. Dann schauen wir mal, was passiert. Exportieren das Ganze, dass es auf dem Chip landet. Offensichtlich genau die verkehrte Richtung. Hä? Edit. Dann rechne minus 90. Bestätigen. Exportieren. Hä? Und jetzt könnte es schon gewesen sein, die Zauberei.
Es scheint zu funktionieren. Was? 99% Effizienz. Fast 100. Nicht schlecht, nicht schlecht. Der Schattenwurf, wenn die nicht so teuer wären. Schauen wir mal kurz an, wie es funktioniert. Ja, es sieht doch gut aus. Folgt wunderbar der Sonne. Gut, das wäre das ganze Programm. Jetzt ist ja, wenn wir hier hinschauen, oder? Edit. Das ganze Programm ist 274 Byte groß. Und der Chip hat 274 Byte. Also der Computer brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Information steckt jetzt im Chip drin. So. Wir sagen, eigentlich ist es eine recht easy Sache, wie man das machen kann. Man muss ein bisschen reinkommen in die Systematik. Und danach funktioniert es. Das Schwierigste an der ganzen Sache ist, also in meinen Augen ist, die Reihenfolge der richtigen Sache, weil ich hatte jetzt mega Schwein, dass ich jetzt beim Zeigen gerade alles richtig getroffen habe. Aber vorhin musste ich schon ein bisschen ausprobieren und hatte natürlich ein bisschen Pech, weil ich da versehentlich, eben sind so Details, die falsche Nummer erwischt. Ich habe die Nummer vom Dualen erwischt, anstatt vom Einfachen. Und schon passiert. Der Rest war, und dann pöbelt man durch und weiß nicht, wo es liegt. Und dann nützt auch alles nichts, weil es nicht keine Fehler anzeigt. So, gut. Wir schauen mal kurz, wo steht die Sonne? Perfekt. Wunderbar, 99 bis 100%. Nice. Gut. Dann können wir den Computer ausschalten. Wir nehmen die Platine raus. Den Computer nehmen wir wieder mit. Das mit dem Schraubenzieher, gell? Genau. Dann, warte mal, nicht mit dem Schraubenzieher, ist es ein Akkuschrauber. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir die Kabel noch mit. Ja, super. Aber wieder blendend reagiert. So, das nehmen wir raus. Gerade das Stück rein, sieht hübsch aus. Und hier nehmen wir das auch noch raus. Und hier machen wir ein kurzes Stück her. So. Und das ist alles. Mehr braucht es nicht. Letztes Mal haben wir das gebraucht, all die Chips hier unten. Und jetzt brauchen wir nur noch den Chip hier. Und er macht genau dasselbe. Und der Code ist gar nicht mal so gut. Wir haben ja noch ein bisschen Platz verschwendet mit den Bezeichnungen und so. Aber am Schluss und endlich ist es schon besser so, weil dann kann man später mal nachschauen, was es war. So, nice. Dann haben wir das Energieproblem auch gelöst. Die sorgen dann beim Sturm für Action und die sorgen normalerweise für Action. So. Und wir hatten ja schon mal einen Sturm und die haben noch kein Damage. Super. Ich bin froh, habe ich es geschafft. Und ich bin froh, habe ich es euch einigermaßen näher bringen können. Nice, schon mega krass, das ganze Thema. So, gut. Und jetzt ist ja ganz einfach, wir müssen ja nichts machen, außer weitere Solarzellen hinstellen. Aber die natürlich korrekt ausrichten, die müssen alle, egal wie sie da stehen. Ich habe es ja beim letzten Mal auch schon mal gesagt. Man muss immer einen Wert umrechnen, weil man bringt es nicht hin. Es so hinzustellen, dass es immer funktioniert. Man muss immer Werte umrechnen und dann passt's. Und da kann man sie einfach einmal so einen Chip machen und jedes Solarzell muss einfach genau gleich ausgerichtet sein, dann funktioniert's. Wunderbar. So. Würde sagen, hey, voll geil. Voll geil. Jetzt nimmt sich gerade Wunder, wie es denn mit den Batterien ausschaut. Gerade noch so husch zum Schluss. So. Die sind ja hier. Ja, die Pest. Hä? So großartig auch nicht. Hä? Vielleicht braucht es nochmal einen Satz Solarzellen. Hä? Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.